Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in Bayern gibt es einen Beauftragten für die Pflege, es gibt einen Beauftragten für die Integration, dieser ist gerade aufgewertet worden, das ist ganz in unserem Sinne, und es gibt eine Beauftragte für die Gleichstellung Mann und Frau und sogar für die Landesbank, wie ich vor kurzem mitbekommen habe. Aber für eine Gruppe gibt es nichts. 0,0. Es gibt in Bayern nicht mal einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in der Staatsverwaltung. Beim Thema queere Lebensweisen verlassen wir uns ganz auf die Kommunen bzw. die großen Städte oder auf ehrenamtliches Engagement mal wieder. Vorbildlich sind da die Städte München und Nürnberg. Das ist ja auch vom Kollegen Huber im Ausschuss lobend erwähnt worden. Und hier gibt es in München eine große Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Und das ist auch gut so. Aber die kleinen Städte und die noch kleineren Orte, die haben nichts, gar nichts. Und deswegen ist es eben genau wichtig, dass es auf staatlicher Seite etwas gibt, damit sich da die kleineren Orte hinwenden können, wenn sie Fragen haben und Informationen abrufen können. Es wäre übrigens staatliche Aufgabe, weil wir heute ja schon darüber geredet haben, was staatliche Aufgabe ist und was nicht. Wir haben ja länger im Haushalt darüber diskutiert, das wäre staatliche Aufgabe. Im Moment läuft es so, dass wieder auf Kosten der Kommunen, kommunaler Mittel, die staatliche Aufgabe erfüllt wird. Haben Sie auch zugegeben. Sie haben ja gesagt, in München gibt es das ja und in Nürnberg, dann sollen die halt nach München und Nürnberg fahren. Im Ausschuss bei der Beratung des Antrags sagte ein Vertreter des Sozialministeriums, Sexualität sei doch Privatsache. Das gehe überhaupt niemand was an. Ja, dem kann ich zustimmen, erstmal. Aber nur dann, wenn eben niemand aufgrund seiner Sexualität diskriminiert wird. Und es ist aber leider anders, und zwar sehr anders. Es gibt ganz frisch eine Studie des Deutschen Jugendinstituts. Zum Glück gibt es endlich eine Studie. Bisher war die Datenlage sehr, sehr mau. Und bei dieser Studie ist eben rausgekommen, dass knapp 55% sagen, ich wurde beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht. Immerhin 34% sagen, ich wurde ausgegrenzt aufgrund dessen, dass ich schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender bin. Und noch 12% haben gesagt, mir wurde Gewalt angedroht und mir wurden Sachen weggenommen oder zerstört. Bei diesen Zahlen können Sie doch nicht sagen, Sexualität ist Privatsache. Und es verfehlt auch das Herz des Problems. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Selbstmordrate unter schwulen, lesbischen, trans- und bisexuellen Kindern und Jugendlichen ist um ein Vielfaches höher. Eine Studie zufolge ist sie sogar um ein 14-faches höher als bei heterosexuellen Jugendlichen. Und je jünger die Jugendlichen sind oder die Kinder beim Coming Out, desto höher steigt die Selbstmordrate. Und der Hintergrund ist eben die Stigmatisierung dann in der Familie oder auch in der Schule. Es geht hier auch um Leben und Tod. Und das heißt, hören Sie bitte endlich auf zu bagatellisieren. Und es ist staatliche Aufgabe, Diskriminierungen abzubauen oder eben präventiv vorzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stimmt, queeres Leben ist heutzutage viel akzeptierter, auch auf dem Land in Bayern. Die Landtags-CSU hinkt hier mal wieder der Realität hinterher. Wobei es war ja zu lesen, auf ihrem Parteitag gibt es jetzt zarte erste Versuche, einen Arbeitskreis zu etablieren zu diesem Thema. Ich habe angeboten, gern die Erfahrungen grüner Gleichstellungspolitik mit ganz langer Tradition einzubringen. Und es ist aber unglaublich, wie Sie sich hier im Landtag in dieser Frage der Realität verwehren, wie Sie verweigern, wie Sie immer um das Thema kreisen und immer weiter drum kreisen in der Hoffnung, dass es dieses Thema dann vielleicht nicht mehr gibt. Aber keine Sorge, queere Menschen sind ganz normal und deswegen müssen wir von staatlicher Seite alles dafür tun, dass sie auch normal behandelt werden.